anders in dieser Geschichte, als dass es heute ist. Sind wir? Darf ich denn noch mal fragen? Sind wir muslimisch? Oder sind wir Christen? Ja, muslimisch. Also nicht, dass das für den Samichlaus das Problem ist. Nein, das gibt ja nicht so vor Ihnen. Ich kann es einfach nur wissen. Ja. Weil, haben Sie gewusst, dass der Samichlaus aus der Türkei kommt? Nein. Der heilige Sankt Nikolaus ist irgendwann im 6. Jahrhundert, also vor 1300 Jahren, geboren in Patara. Patara ist im Süden von der Türkei, in der Nähe von Antalya. Echt nicht? Und nachher war er Bischof in Myra. Die Stadt heisst heute anders, die heisst heute... Oh, ich weiß nicht mehr, wie die heute heisst. Die ist ein bisschen näher bei Antalya zu, in den, auch in zwischen Patara und Antalya. Auch dort. Gasch, Gasch. Gasch? Ich glaube, Gasch. Ja, ich weiß es nicht. Also, aus der Felsen. Ja. Felsenstadt, Felsen-Tempel und so. Ich glaube auch, denke ich, Gasch. Ja. Jawohl. Also. Aber jetzt vom heiligen Sankt Nikolaus, oder am Samichlaus, wie er bei uns heisst, zu euch zwei. Los einmal, ihr zwei Lausbuben oder Lausmeitlein. Sagt mir doch gerade mal selber, was nicht so gut ist für euch. Was muss der Samichlaus sagen, das findet er nicht so gut? Was soll er? Ihr wisst das schon. Was findet jetzt Mami, das nicht so gut ist? Oder der Papi? Ihr wisst das schon. Papa, ihr seid die Sense. Hä? Wie ist denn das? Sind ihr zwei immer ein Herz und eine Seele miteinander? Ich liebe Baby. Hä? Wenn wir dann streiten, gell? Oh! Hä? Also. Sicher irgendwie regeln, dass der Aras in dieser Zeit im Zimmer bleibt, ja. Oder du in ein anderes Zimmer gehst. Da könnt ihr sicher Regeln aufstellen. Dann kannst du auch aufs Gymnasium. Dann bin ich schon in 2.
Gehst du gerne in die Schule? Ja. Ich mag gerne. Ich mag Schnee essen. Du darfst gerne Schnee essen. Ja, das kannst du jetzt. Im Sommer kannst du das nicht. He? Ich mag auch Schneeballschlachten. Was tönt dir der Mami auch helfen? Ja. Ich habe immer alles nutzt. Gell? Ja. Und ja. Nichts trägt wie Schatten. Ja, da muss man auch noch lernen, hä? Ah, sie hat mal lernen. Macht nicht ihr? Was haben denn ihr für Hobbys? Was macht denn ihr gern? Ich habe gerne mit Pferden spielen und Pferde in der Erde. Aber da, das ist nur einmal passiert, dass ich auf Pferde ritte bei Hafen Vater. Dann bin ich noch mit meinem Opa in den Hafen gegangen. Dort hat es Tierstall gehabt. Dort haben wir Pferde gesehen. Dann ich auch mal. Ich habe ein böse. Dann habe ich gerne bei Hafen, dort hat es so ein Schlittschuhhaus. Dort habe ich gern sehr. Ich bin einmal da gewesen. Ich habe einfach geschafft, zu gut zu fahren. Okay. Wie Rollschuhe. Und Rollschuhe habe ich auch gern zu fahren. Okay. Und Velo. Und das machst denn du gern auch was? Und da eines. Und noch einkaufen. Meine Mutter sagt, dass ich Wasser kaufen bei Lidl. Ja, dann gehe ich halt. Und das, sie sagt noch, bitte gib für die Kaffee, ich gehe. Und noch Mineralwasser und noch Brot, alles. Mhm. Du? Und Aras, was machst du gern? Ich habe gern Busch. Mehr schlagen, immer mehr schlagen. Nein, okay. Ich habe gern echte Bus. Was hast du gern? Echte Bus. Echte Bus? Ja, und das Zug. Aha, das ist okay, so. Wie unsere Schule ist vorgestern zusammengelaufen. Vorgestern? Ja, du auch die Schule gegangen. Warum merkst du nicht? Warst du im Kindergarten? Ja. Kannst du dich? Und mir gefällt es echt sehr gut. Das ist schön. Ich habe gerne Schneespiele. Okay. Ja, da kann man jetzt. Da hat es jetzt endlich mal richtig schön Schnee gegeben. Ich habe Schnee. Nein. Wenn ihr im Fall in den Wald raufgeht, dann hat es noch viel mehr Schnee. Und das, wo der Eingang ist, wo der Loch ist. Nein, weiter oben, so im Bayer oben, hat es ganz viel Schnee. Ja. Und dort